Was geht noch und was geht nicht? Das ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Natürlich beim Blick auf die Märkte im Moment hier der Dow Jones, denn der ist ja wirklich ganz tapfer unterwegs, hat sein Allzeithoch ja auch gebrochen. Wir hatten mehrmals darüber gesprochen, nach einem Bruch geht es gerne runter. Das kann uns immer noch blühen, aber die Frage ist natürlich, wann? Und die zweite Frage ist, wie weit? Denn wir sehen, das muss nicht unbedingt weit sein, es kann auch ein kleiner Rücksetzer sein. Und der wäre ja sowieso so langsam, aber sicher zu erwarten. Ich bleibe mal am Anfang beim Index. Das ist der, der wirklich nur dann offen hat, wenn die Börse auf hat, also bis 22 Uhr. Nachthandel also nicht mit einschließt. Das mache ich deshalb immer wieder gerne, weil viele Instis natürlich die Märkte dann handeln, entweder direkt über die Aktien. Oder eben zu den normalen Bankzeiten, sage ich jetzt mal, und dementsprechend das Bild eventuell klarer ist. Und genauso sieht das hier aus. Ein wenig, wenn wir hier das mal so folgen oder der Situation folgen, haben wir noch die 1, 2, 3, 4 und jetzt so die 5. Und ein bisschen sieht das danach aus, als ob wir, ich will es noch nicht so richtig beschreien, denn da gibt es einige Pferdefüße, sage ich mal, aber so in Richtung 1, 2, 3, vielleicht 4, 5, dann ist hier zwar immer noch nicht so 100% Klarheit, was da ist. Aber es sieht danach aus, entweder haben wir schon hinter uns, die 5 ist quasi schon gegessen, oder aber die 5 läuft noch, aber auch schon eher in der Endphase. Also wir müssen damit rechnen, dass der Kurs früher oder später zum Erliegen kommt. Und deshalb gehen wir mal auf ein kürzeres Zeitfenster, bevor wir dann gleich auch nochmal auf den Future gucken, damit wir den 24-Stunden-Chart damit abbilden. Der 15-Minuten-Chart hier zeigt am hinteren Ende eigentlich etwas, was ich total schick finde. Was ich jetzt zeichne, muss natürlich nicht so bleiben, aber im Moment sieht das so aus. Und die Frage ist, warum, wenn das eh nicht so bleibt, was macht das dann für einen Sinn, sich sowas anzugucken? Weil ich dann eventuell besser erkennen kann, wenn sowas passiert, habe ich eine Idee, was hier als nächstes passieren sollte, denn wir haben die Schubrichtung, in dem Fall impulsiv, fünffällig hier sogar, wunderschön, das ist fast mustergültig. Und ein Rücksetzer wäre ja ein Klassiker. Und wenn der zumindest mal die 38 erreicht, gerne auch 50, vielleicht auch noch 61,8, er muss nicht ganz so weit zurückgehen, aber so diese Zone da, das ist eigentlich so der Klassiker, diese hellroten Linien, idealerweise, aber auch zur Not noch bis zur 78er. Das wäre ein schöner Rücksetzer und wenn das schön korrektiv passiert, wäre das herzallerliebst und eigentlich Anlass genug, hier auf der Long-Seite mit dabei zu sein, wenn er dann erneut die Oberseite triggert, dieses fallenden Abwärts- oder dieser fallenden Abwärtsbewegung. Ob das jetzt natürlich sofort kommt, das kann ich an diesem Chart überhaupt nicht erkennen. Das kann auch hier passieren, kann hier passieren, kann hier passieren. Die einzige Idee, warum ich das hier mir gut vorstellen kann, ist, der Markt liebt sowas wie Symmetrien. Es gibt ja die Möglichkeit, ich will das gerne nochmal zeigen hier, ein bisschen abzuschätzen. Die erste Welle hier, die war so lang und wenn das hier bei der fünften so wäre, war es ein bisschen größer, kann man es gut besser erkennen, dann wäre das hier eigentlich passend. Und es gibt noch eine zweite Variante, man misst von der ersten bis zur dritten hier hoch und legt das dann hier an. Und dann haben wir hier die 38,20er Marke, die 61,8er, die würde mit der 161er. Das heißt, wir haben so ganz grob gesprochen mal hier so zwei Zonen als Ziel für die fünfte. Bei der einen sind wir blöderweise schon und die andere. Da sind wir noch ein bisschen entfernt, also das wäre ebenfalls nochmal möglich. Das ist keine Garantie, dass der Kurs hier dreht. Es ist aber eine nicht ganz schlechte Chance, dass das da tatsächlich passiert. Ich habe hier nochmal die Extension dieser Gegenbewegung mit hier reingenommen und dann sehen wir, die passt hier hervorragend. Das Cluster perfekt, einmal hier bzw. hier. Also wir hätten mehrere ganz gute Gründe, warum der Kurs hier tatsächlich dann zum Drehen kommt. Das heißt, aufgepasst für all diejenigen, die jetzt aktiv sein wollen. Und jetzt wechseln wir mal auf den Intraday-Chart als Vergleich, damit wir das mal so ein bisschen vom Gespür her hinkriegen. Dann sehen wir auch hier die Aufwärtsbewegung. Das Muster, was wir hier allerdings so im Stundenchart erahnen können, ist noch nicht so richtig sauber. Und das macht mir ein wenig Sorgen. Wenn ich wirklich handeln will, mag ich es gerne idealtypisch. Dann mag ich gerne Bewegungen, wo ich sage, yep, die sehe ich, die spüre ich, die kann ich nachvollziehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist hier nicht ganz ideal. Da kann man sich drüber ärgern, kann man vielleicht sagen, ist in Ordnung. Bedeutet aber ebenfalls, je unklarer das Bild ist, desto mehr Zweifler wird es im Markt geben, die eben einen weiteren Anstieg gegebenenfalls nicht unterstützen. Deshalb, wer noch long ist, der kann hier mit dem Trailing Stop einfach sagen, solange es läuft, läuft es, da mache ich mir keine Sorgen. Wenn der Markt allerdings kippt, müssen wir mit zumindest mal einem kleinen Rücksetzer rechnen. Hier nochmal kurz die Andeutung im Index. Also so einen Rücksetzer sollten wir auf jeden Fall mit im Plan haben. Das ist jetzt nicht Drama, aber wenn das auch noch korrektiv wäre,
so oder von den höheren Niveaus, wäre das eigentlich eine wunderbare Geschichte, um dann nochmal einzusteigen. Kommt es allerdings dann doch vermehrt nicht zu so wackeligen Bewegungen, sondern mal zu scharfen Bewegungen nach unten, dann ist Vorsicht angesagt, denn dann sind wir wirklich hier doch möglicherweise schon schneller am Ende, als wir das hier gerne hätten. Und wir müssten zumindest vorläufig mal mit auch einigen mehreren 100 Punkten minus mal rechnen. So, insofern mal die Idee zum Dow Jones, in der Hoffnung, dass euch das weiterhilft. Toi, 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 bis zum nächsten Mal.